Ich erinnere mich noch ganz genau, dass hier drüben, also im rechten Winkel zu diesen Bänken, eine Bank war, auf die ich mich dann setzte für die paar Minuten früh, bevor der Zug kam. Und da ein Mädchen aus der Familie Bernitzky, das war so die schlimmste Familie in der Stadt, die wir immer, sie und ihre Schwester, immer wieder gefüttert hatten bei uns zu Hause, Mittagessen, dass sie hinkam und vor mir ausspuckte.